Erst Mitte des vergangenen Monats war das neue Prügelspiel The King of Fighters 15 veröffentlicht worden, nun gibt es auch schon den ersten Kämpfernachschub. Der erste solche DLC steht ab heute bereit. So bringen die Macher jetzt auch Fanlieblinge aus dem Klassiker Garou, Mark of the Wolves, in The King of Fighters 15 an den Start. SNK stellt diese im Rahmen eines neuen DLC-Pakets auf PS5, PS4, Xbox Series XS, Windows 10, Steam und im Epic Games Store zur Verfügung. Team Garou ist das erste Team an DLC-Charakteren, das für das Beat'em-up erscheint, weitere sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen. In diesem Paket dürft ihr euch über Rock Howard, Bayonet und Gato freuen. Wer sind die neuen Kämpfer konkret? Rock Howard, obwohl er der Sohn des gefürchteten Geese Howard ist, wurde dieser junge Kämpfer mit einer komplizierten Vergangenheit von Terry Bogard aufgezogen. Rock ist ein wahres Wunderkind, wenn es ums Kämpfen geht, und hat gelernt, die von seinem Vater und seinem Stiefvater überlieferten Kampfstile anzuwenden. Bayonet überredet ihn, in diesem KOF dem Team Garou beizutreten. Obwohl er der Sohn des gefürchteten Geese Howard ist, wurde dieser junge Kämpfer mit einer komplizierten Vergangenheit von Terry Bogard aufgezogen. Rock ist ein wahres Wunderkind, wenn es ums Kämpfen geht, und hat gelernt, die von seinem Vater und seinem Stiefvater überlieferten Kampfstile anzuwenden. Bayonet überredet ihn, in diesem KOF dem Team Garou beizutreten. Gato, dieser eiskalte und kalkulierte Meisterkämpfer, hebt sich immer von der Masse ab. Nachdem seine Mutter durch die Hand seines Vaters starb, zog er aus, um Rache zu üben. Obwohl er seinen eigenen Weg gehen will, konnte Bayonet ihn überzeugen, dem Team beizutreten, da sie Informationen über den Aufenthaltsort seines Vaters hat. Dieser eiskalte und kalkulierte Meisterkämpfer hebt sich immer von der Masse ab. Nachdem seine Mutter durch die Hand seines Vaters starb, zog er aus, um Rache zu üben. Obwohl er seinen eigenen Weg gehen will, konnte Bayonet ihn überzeugen, dem Team beizutreten, da sie Informationen über den Aufenthaltsort seines Vaters hat. Bayonet ist die Anführerin einer Piratenbande, die als Lilienknechts bekannt ist und hat schon jeden Winkel der Welt bereist. Als Tochter der Bern-Familie, eines einflussreichen internationalen Kartells, wurde sie ihres luxuriösen, aber langweiligen Lebens überdrüssig und lief davon, um die Lilienknechts zu gründen. Nach den turbulenten Ereignissen im letzten KOF hat Bayonet den Verdacht, dass das Schlimmste noch nicht vorbei ist und sie will sich diesem KOF anschließen, um zu sehen, was auf sie zukommt. Der DLC ist Teil der Omega-Edition sowie der Digital-Deluxe-Edition des Hauptspiels, zudem kann dieser auch im Paket Team Pass 1 für 29,99 € sowie separat für 15,99 € erworben werden. Im Mai soll dann der DLC Team South Town folgen, ehe es im Sommer und Herbst noch weitere Teams gibt. Jedes Team besteht aus 3 Kämpfern, so dass die Gesamtzahl der im Spiel verfügbaren Kämpfer von anfänglich 39 auf 51 bis Jahresende ansteigen wird.